Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Und da sind wir auch schon wieder. Cinecast 78. Heute in schöner Zweisamkeit. Haben uns quasi nach der langen Hitzeperiode haben wir es uns gemütlich gemacht. Der Henrik. Hallo Henrik. Hallo, just the two of us. Und ich, der Jan. Hallöchen. Ich hoffe, es geht euch allen so gut wie uns beiden. Ich glaube, wir haben schon, also vom Humorfaktor haben wir schon einen weg, aber irgendwie habe ich heute noch nichts getrunken, oder? Nee. Ich nur ein bisschen. So. Okay. Ja, immerhin. Ich war. Ich habe mir gerade zur Aufnahme eine Flasche alkoholfreies Bier aufgemacht. Ah, sehr gut. Das sollte wirken. Wenn das zählt. Das zählt auf jeden Fall. Ja, ich war. Doch, ich habe heute schon Radler getrunken. Guck mal. Mit Alkohol. Guck mal. Sogar. Dann bist du mir voraus. Aber heute Nachmittag, wir waren in der Waldbühne oder auf der Waldbühne oder wie man es auch nennen mag. Mhm. Und haben Madagaskar geguckt. Und, war das gut? I like to move it. Ja, haben sie cool gemacht. Das war echt schön umgesetzt. Ja. Sehr, sehr kreativ. Und schön. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Musical von gibt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo bei uns lief. Aber ich glaube nicht, dass die von der Waldbühne dort sich die Musikstücke alle selber ausgedacht haben, weil da doch einige auch gesungen werden. Und ich vermute mal, dass es entweder in den Staaten oder irgendwo in Deutschland... Ich glaube nicht, das dürfte eine... Auf jeden Fall mit Sicherheit eine entsprechende Produktion. Ja, jedenfalls keine Stage wahrscheinlich, weil die beziehen sich ja immer doch stark Richtung Disney, ne? Und das ist ja DreamWorks, oder? DreamWorks müsste es, glaube ich, sein, Madagaskar. Ja, war ganz nett, war schön gemacht und hatten auch jetzt Glück heute, ne? Gestern noch so heiß gewesen, da waren wir noch im Freibad. Heute, wir zeichnen am 1. September auf, Herbstanfang. Und das merkt man sogar, lustigerweise. Also wir haben ja jetzt gemütliche 20 Grad draußen. Das war ja wirklich in Anführungsstrichen erfrischend dann heute für die Verhältnisse der letzten Wochen. Mhm. Das stimmt. Aber ich sagte ja gerade schon Richtung Disney. Disney wird sicherlich auch ein Thema heute werden. Ich fürchte ja. Weil, ja, warum eigentlich auch nicht? Weil eigentlich mittlerweile halt die Hälfte oder drei Viertel. Ist ja eh alles Disney. Alles Disney ist, ganz genau. Aber es gab ja zum Beispiel den D23-Trailer, also von dieser Star Wars Convention, vom Aufstieg Skywalkers. Ja. Da meine Frage: Hast du den gesehen? Ja. Sehr gut. Und auch die ganzen Memes oder kleinen GIFs, die es danach gab? Ich habe ein bisschen, ich habe so ein bisschen das, was ich nicht vermeiden konnte. Ich bin aber nicht auf die Suche gegangen. Ja. Weil ich musste erstmal damit zurechtkommen. Aber so richtig aufgelöst hat sich das Ganze für mich noch nicht. Aber es ist schon uiuiui. Ja, die spielen natürlich extrem mit den Emotionen. Also allein, ich glaube, drei Viertel des Trailers besteht ja aus alten Szenen aus den Episode 4, 5, 6. Das sogar im Großteil. 1, 2, 3 haben sie ein bisschen schneller abgehandelt, kam mir jedenfalls so vor. Und ja, waren nur, glaube ich, zwei oder drei kurze, wirklich so Rapid Cut. Ne? Genau, insbesondere dann halt von den Hauptfiguren der damaligen Trilogie und nochmal 7, 8 ein bisschen und dann war ja auch schon die neuen Szenen zu sehen, die nicht extrem viel gespoilert haben. Man hat ein C-3PO mit roten Augen gesehen, also nach dem roten Arm aus Episode 7 hat er diesmal rote Augen. Und dann natürlich nicht zu vergessen, gab es eine Endszene, so wie es mittlerweile üblich ist, die so einen richtig schocken soll. Und da rede ich natürlich dann von, ich sag mal, von der Darth Ray. Nennen wir sie mal so. Oder Dark Ray, wie das Internet nennt. Genau. Die mit einem Doppellaserschwert dort zu sehen ist und mit einer roten. Vor allem so hübsch faltbar.
Genau, es ist faltbar und genau da kamen ja auch die GIFs her, wo es dann so GIFs gab, wenn sie das dann ausklappt, dass dann da wie so ein Schweizer Messer alle möglichen verschiedenen Objekte zu sehen sind, also Schraubenzieher und was weiß ich, Flaschenöffner. Und ja, also, aber das ist ja auch so typisch. Ich kann mich noch gut an Episode 7 erinnern, auch ein J.J. Abrams Film, wo er das eingeführt hat mit diesem Laserschwert, mit diesem Armschutz. Mit den Zweiglings. Genau. Wie so ein Kreuzritterschwert. Und auch da gab es ja Memes ohne Ende. Also irgendwie hat er da ein Faible für, dass er da irgendwas mit reinbringt, was so noch was man so noch nicht gesehen hat, wie jetzt mit diesem Lichtschwert. Ja, und ja, also mal unter uns, wir gehen ja wohl beide davon aus und eigentlich sollte jeder davon ausgehen, dass das so im Film nicht passiert. Also, dass sie nicht böse wird, weil man würde doch in einem Teaser-Trailer nicht den Twist des Films, der ganzen kompletten Saga, mal eben so verraten. Oder sehe ich das falsch? Ich denke auch, also dass das nicht, also das wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Move. Ja. Ja. Ich glaube auch eher, dass es zwar so eine, dass das mit der Verbindung mit Kylo zusammenhängt, dass das irgendeine so eine Macht, wir sehen Bilder von anderen, wie es hätte sein können, Szene ist oder sowas. Das könnte es sein, oder eine Prüfung, wo sie sich selbst gegenüberstellt, sich der zum Beispiel gegenüberstellt. Ja. Und eine Theorie habe ich noch gelesen und auch gehört, die besagt, oder was sein könnte, ist, dass, weil die zweite Frage ist ja, wie kommt der Imperator zurück? Und der Imperator hat wohl in den weiterführenden Büchern ist er auch wohl zurückgekehrt und hat dann quasi seinen Geist in verschiedene Körper gegeben. Und jetzt ist natürlich dann passend die Frage oder die Überlegung, vielleicht haben die ja, vielleicht reisen die zu diesem Todesstern auf Naboo. Ist doch so, ne? Genau, auf Naboo. Da sah man ja auch die Szenen schon von diesem abgestürzten Todesstern. Und vielleicht suchen die in den Todesstern nach dem Imperator, weil die vielleicht sich erhoffen, daraus irgendwie eine Möglichkeit zu sehen oder einen Vorteil drin zu sehen. Keine Ahnung warum, aber wenn die jetzt zum Beispiel den dort suchen würden und dort finden würden, den Geist, dann übertragen die den vielleicht temporär auf C3PO, um ihn mitzunehmen. Und deswegen hat C3PO rote Augen. Und dann wird, warum auch immer, vielleicht der Imperator temporär auch auf Rey übertragen. Und das würde dann wieder das Bild erklären. So. Das war im Grunde meine Ausführung. Mhm. Weiß nicht, was du von meiner Theorie oder von dieser Internet-Theorie hältst. Ja, ich kann natürlich alles sein. Du hast schon recht, wenn du sagst, dass sie mit Sicherheit nicht gleich beim Teaser für eine Convention sozusagen, für eine Konferenz alles verkaufen, was sie haben. So, was sie damit tun, ist Feuer machen für die nächsten 3 Monate unter den Ärschen von den Fans, um die schön in Wallung zu halten, was auch immer das am Ende bedeutet. So, wie gesagt, es gibt ja mehrere Erklärungen, so die so geistern. Deine Horcrux-Idee mit dem Imperator ist ja auch okay. Ne? So macht ja auf den ersten Blick Sinn. So. Nur da da die gesamte Produktionsgemeinschaft inklusive aller auch verantwortlichen Beteiligten sich in letzter Zeit so selten bei uns beiden melden, werden wir es wohl erst im Kino erfahren. Sprich nur für dich selbst. Naja, gut. Ich spreche mal mit Sean, vielleicht hat er noch eine Verbindung. Ja, wir werden sehen. Ja, du hast natürlich recht. Also, ja, es würde halt mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Man würde irgendwie erklären können, warum der Imperator, also wie der Imperator zurückkommt. Man würde die roten Augen von C3PO aus dem Trailer erklären und man könnte gleichzeitig halt auch diese Schlussszene damit erklären. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie in diese Richtung gehen muss. Nee. Das ist klar. Nee.
Ja, also auch da, wie gesagt, es wurde Spekulation. Ja, es wurde da halt extrem mit den Emotionen gearbeitet oder gespielt. Mhm. Genauso Disney Plus. Ich bin sehr gespannt, wann es in Deutschland startet. Ich habe auch nicht eine Erklärung, warum es denn noch jetzt ähnlich zum US-Start auch in Holland startet, aber in Deutschland nicht. Gerade der deutsche Markt müsste doch recht attraktiv sein. Daher befürchte ich, dass es erst Anfang nächsten Jahres für das deutsche Publikum losgehen wird mit Disney Plus. Ja, das sind ja auch die Vermutungen, die man überall im Moment so hört. Ja. Beziehungsweise, das wüsste ich nicht. Genau, aber da ist natürlich dann spannend, ob Disney Plus damit The Mandalorian, also ist, glaube ich, so einer der interessantesten neuen Serien dann auf Disney Plus, logischerweise. Auch schönes Material, ne? Ja, genau, da kommen wir auch gleich zu. Ich glaube, die startet sogar erst 2020, sprich, wahrscheinlich starten die mit der Serie so richtig erst durch, wenn, ich sag mal so, schon ein paar mehr neue Länder geonboardet worden sind, so meine Vermutung. Du meinst, sie rollen Disney Plus in Holland als europäischen Beta-Test mit aus, gucken, ob infrastrukturell und so alles auch für Europa geht. Auch so die, irgendwo müssen sie ja auch mit, rechte Frage wird wahrscheinlich sich am Anfang nicht so viel stellen, aber Lizenzen, internationale Lizenzen, die noch irgendwo gültige Verträge vielleicht für bestimmte Sachen in Deutschland beinhalten, müssen wahrscheinlich noch berücksichtigt werden, bis das ausläuft. Und dann mit den 6,99 den Arschtritt für Netflix. So, 4K, 6 Streams. Ja. Statt aber wenig 4K, Inhalt, ne? 4K, 4 Streams für 15,99. Erstmal einen raushauen. Ne? Und dann mal sehen. Klar. Aber sind wir ehrlich, so hat Netflix oder auch Amazon auch gestartet, obwohl bei Amazon ja immer noch recht günstig ist im Verhältnis. Also, dafür ist ja auch nichts da. Also ne, du bist halt auch nichts für kleines Geld. Das ist ja das ist der Teil. Ja, wobei, da komme ich gleich noch zu einer Serie, die bei Amazon lief. Ja gut, ich sage nicht, dass gar nichts gibt, aber im Verhältnis ist halt schon Herr der Ringe kommt, da werden sie wahrscheinlich die Preise passend erhöhen. Ja, aber ach, ich weiß nicht. Also irgendwas muss gehen, auch bei mir. Also meine Spekulation ist ja, auch durch den niedrigen Preis, die werden erstmal ihre Basics da zeigen, die werden die aktuellen Marvel-Filme drin haben, ein paar Disney-Filme, bisschen was von National Geographic, glaube ich, war noch mit drin. Und vielleicht die Basic Star Wars Filme, die jetzt zuletzt so alle da waren. Und das ist erstmal deren Startprogramm. Also die bauen langsam auf und dann wird sich auch der Preis langsam erhöhen durch die Eigenproduktion. Ja. Und mit Mandalorian oder Jeff Goldblum, das wird alles, glaube ich, erst 2020 starten. Oder auch die ganzen Marvel-Serien, die da kommen sollen. Also die werden auch alle erst später kommen. Ja, und dann ist es für uns ja gar nicht so schlimm, wenn wir erst 3, 4, 6 Monate später dran sind. Genau, wenn sich ähnlich. Also wenn wir dadurch nicht wirklich jetzt irgendwie die Hitserie wie jetzt The Mandalorian deswegen verpassen würden, wäre natürlich auch kein Schmerz. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Sie starten dann ohne uns mit. Aber das glaube ich nicht. Dazu ist der deutsche Markt einfach zu fett. Ja, genau. Und was hast du denn zu Werner Herzog? Da musste ich ein bisschen schlucken. Also er war eine Überraschung, ne? So, aber ja, man sieht nicht genug, um das einschätzen zu können. Das Einzige, was ich meine, er ist halt auch in gewisser Weise eine Legende. Das Einzige, was ich immer noch nicht verstehen kann, dass die ihn immer noch sich selber synchronisieren lassen, ne? Ja. Ich kann da nicht, kann ich nicht gut mit umgehen. Aber, ja, das stimmt. Aber ansonsten, was sagst du sonst zum Trailer? Das macht Monsterbock. So, ich freue mich darauf. Ich muss da wahrscheinlich irgendwie Geld dran werfen, glaube ich. Er hat halt doch schon, man merkt halt den Production Value. Also es ist schon sehr, sehr wertig und es wirkt sehr, sehr, sehr gut. Und mit The Mandalorian
ist ja auch schon wieder dann das nächste Rätsel aufgetan. Ist es Boba Fett? Ist es wer anders? Ne? Man weiß zwar, wer der Schauspieler ist, aber das heißt ja nichts. Das heißt gar nichts. Von daher. Ja, also genau, und es wirkt, find ich, so von der Stimmung her und vom Flair her, am nächsten kommt es doch wirklich Rogue One. Ne? Immer noch meiner Meinung nach ein Star-Wars-Film, der von vielen unterschätzt oder nicht so geliebt worden ist, wie es vielleicht eigentlich verdient hätte, meiner Meinung nach. Ich war ein großer oder bin ein großer Freund von Rogue One. Ich auch. Oh, sehr schön. Ja. Ein bisschen merkwürdig finde ich. Ich habe mal gerade nur so, weil ich nicht sicher war, ob ich die richtigen Zahlen für auch für Disney Plus im Hinterkopf habe, auf der deutschen Wikipedia-Seite zu The Mandalorian steht tatsächlich Erstveröffentlichung 12. November 2019 auf Disney Plus. Und dann wären wir ja nicht dabei. Okay. Das wäre dramatisch. Meinst du, wie die Raubkopien in die Luft gehen? Ja. Ja, aber sie werden kein Binge-Watching, also ich habe gelesen, es wird kein Binge-Watching möglich sein. Also korrigier mich, das heißt doch für die nur, die bringen das wöchentlich raus. Ja. Oder? Mhm. Ja, dann kannst du doch theoretisch, wenn die Staffel durch ist, trotzdem Binge-Watching betreiben. Mhm. Also, ne, finde ich auch wieder ein bisschen übertrieben. Aber gut, wenn das wirklich im November schon kommt. Also so steht's, ich habe jetzt nur vorgelesen, was auf der deutschen Wikipedia-Seite steht. Und was da dran ist, werden wir noch rausfinden. Ja, dann gehe ich von einer hohen Raubkopie. Ja, Version natürlich. Aus. Das wird. Ja, weil, wenn man es den Deutschen so vor oder Deutschland so vorenthält, dann. Ja, und Jon Favreau wird sich ärgern. Ja, wobei der wird sein Geld schon. Der ist schon bezahlt. Zumindest das Fixum ist schon auf der Bank. Und das dürfte. Und wo ich mich auch sehr drauf freue, ist, Ewan McGregor kommt zurück, der auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat: Ich spiele ihn wieder. Ja, ich freue mich auch. Ja, da gehe ich mal realistisch von 2021 aus, aber ich glaube, dass das auch eine Serie ist, ja, die Potenzial haben kann, wenn sie nach Episode 3 spielt. Heißt es ja nicht, dass der wirklich jetzt die ganzen Jahre nur auf Tatooine stand oder sitzt. Und man sieht ihn da einfach nur tagtäglich rumsitzen. Ja, einfach Meditation, eine nach der anderen. Mal nach Mos Eisley und was essen gehen und wieder zurück. sondern da erhoffe ich mir ein bisschen was und auch schöne Querverweise natürlich zu Episode 4 später irgendwann. Ja. Also das und vor allem auch vom Alter her passt das. Er kann sich jetzt auch wirklich x Jahre später ja passend spielen vom Alter her. Also da freue ich mich schon wirklich sehr, sehr drauf. Ja, das wird schon was können, nehme ich an. So, und so wird es weitergehen bis 2050. Minimum. Ja. Aber es baut sich ja ein neues, weiteres Imperium auf. Denn CBS und Paramount arbeiten wieder zusammen. Ist das so? Sind wieder eins. Ja, die Serienlizenzen von Star Trek und die Filmlizenzen kommen wieder zusammen. Und da wird extrem spekuliert, dass die jetzt auch das richtig groß aufziehen. Ne? Neben Tarantino, der vielleicht Star Trek macht, die ganzen Star Trek-Serien, die jetzt gerade kommen, hat man dann wieder die Möglichkeiten, das Ganze auch deutlich mehr crossiger aufzubauen. So, wie ich so ein kleines Universum quasi machen könnte. Ne? Mhm. Da ist was dran. Ich weiß gar nicht. Haben wir letztes Mal schon über den Picard-Trailer gesprochen? Wir haben, ich glaube, schon wieder so lange her. Wann war denn die Sendung? Ja, ich bin mir so. Ja, das ist gut. Wir ein nehmen, guter Monat, wir, das ist jetzt schon wieder mindestens, her. Mindestens, ne? Wir haben noch keinen Rhythmus. So oder so, erschienen ist die am 18. Juli. Das heißt, wir haben ein paar Tage vorher aufgenommen. Das ist 6 Wochen sogar, ja. Ja. Okay, also sprich, wir haben über den Trailer nicht gesprochen. Nee, dann können wir darüber gar nicht gesprochen haben, oder? Richtig.
Nee, haben wir nicht. So oder so, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass die da ein paar alte Schauspieler wieder vor die Kamera holen, ob es Data ist, ob es Seven of Nine ist, ob es die Borg sind. Also das könnte was werden. Absolut. Ich denke, dass die, dass sie schon, ja, ich bin nicht sicher, aber das, so wie sich das anfühlt, so haben die im Gegensatz zu anderen Produktionen, also nicht jetzt in dem Universum, sondern so aus letzter Zeit, sich echt einen Kopf gemacht, was das denn wohl werden soll. Und ich glaube, so richtig daneben liegen können sie, glaube ich, nicht. So ganz daneben. Wir werden sehen. Wissen tun wir es erst, wenn wir es sehen. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das kann schon was. So. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Dann vielleicht einen kurzen Trailer-Roundup noch. Es gab einen neuen Trailer zu Joker. Es gab einen neuen Trailer Hab zu Terminator Dark Fate. Habe ich auch gesehen. Beide gesehen? Sehr schön. Da bin ich mal zu beiden auf deine Meinung gespannt. Also Terminator ist für mich durch, da geht gar nichts. So, also für mich nicht. Ich setze da nicht viel drauf. So, das geht mir, glaube ich, ein bisschen vorbei. Beim Joker bin ich noch hin und her gerissen. So, das ähnelt sich alles so. Und ich habe Bock wieder auf so einen ganz verrückten. So, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es zu schräg wird. So, das ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, es ist schon echt krass. So. Und ich meine, wie gesagt, ich habe schon Bock auf so einen verrückten Joker, ne? So, aber. Ja. Auf jeden Fall. Also der lief jetzt gerade vor kurzem zum ersten Mal in Venedig bei den Filmfestspielen und da kamen auch jetzt schon die ersten Kritiken und die waren schon sehr positiv. Also gerade bezogen natürlich auf Joaquin Phoenix oder Phoenix und auch, dass der extrem geerdet sein soll, also auch überhaupt nicht irgendwie Querverweise auf irgendwelche Universen zusammenhängen soll und ja, weil man Bock hat halt wirklich auf so einen bösen Hauptcharakter, das soll also ich glaube schon, dass das ganz schön, dass das was kann, so im Großen und Ganzen. Aber wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass das so über die Kante hängt. Aber naja, ja, wir werden sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, und Dark Fate, der zweite Trailer hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal besser gefallen als der erste. Aber ja, trotzdem. Ja, ich habe da auch keine großen, extremen Hoffnungen, auch wenn sie wieder mal Werbung damit machen, dass ja James Cameron zurück ist. Ja, ja. Ist er aber trotzdem nur Produzent, von daher. Ein Punkt noch, bevor wir vielleicht zu einem Kinofilm, den wir, glaube ich, beide gesehen haben, mal rübergehen. Es gab noch einen überraschenden Ankündigungstrailer für einen Netflix-Film für den 11. Oktober und nicht irgendeiner, meiner Meinung nach, sondern ein ganz spezieller, nämlich El Camino. Hast du ihn gesehen? Ob ich El Camino gesehen habe oder den Trailer gesehen habe? Den Trailer zu El Camino. Nee, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Warum habe ich das nicht gesehen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Das Schöne ist, er ist kurz, er stimmt aber schon wieder so in diese Breaking Bad Welt ein. Und ja, man sieht Sneaky Pete beim Verhör. Die Kamera geht so Richtung Verhörbüro. Man sieht an der Wand sogar Hank Schrader, das Poster sag ich schon, Foto von ihm da hängen. Und Sneaky Pete sagt halt, ihr kriegt von mir keine Informationen, wo Jesse ist. Und ja, das ist schon ziemlich geil. Und das allein diese kurze Szene, jetzt weiß ich, hab schon Bock drauf. Ich hab's gelesen, aber ich hab's nicht gesehen. Tatsächlich muss ich mir noch angucken, den Teaser. Ja. Ist ja kurz, ne? Irgendwie ein Minütchen oder so, ne? Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, er kommt schon am 11. Oktober, also etwas über einen Monat, dann haben wir schon den Breaking Bad-Film wieder. Und ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich durch Rückblicke wird
wird halt Bryan Cranston reingebracht. Ich gehe nicht davon aus, dass er da wieder aufgestanden ist oder aufsteht, sondern dass man ihn da in irgendwelchen Rückblicken sieht und dass sonst der Hauptfilm eher Richtung Jesse Pinkman geht. Vielleicht trifft er ja auch wieder auf Saul Goodman, den man ja auch in der Serie immer mal wieder in dieser Zukunftsversion gesehen hat, wo er irgendwelche Sachen macht. Vielleicht taucht ja da dann auch plötzlich irgendwann Jesse Pinkman nochmal auf. Das wäre ein schönes Bindeglied. Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Ich freue mich zwar generell auch auf Better Call Saul, aber jetzt gerade jetzt habe ich mal Bock auf sogar ein Filmchen aus dem Breaking Bad. Ja, das hat bei mir nicht so richtig verfangen, Better Call Saul. Kann ich mich erinnern. Ja, ist bei vielen so. Ist bei vielen so. Ich habe es schon durchgesuchtet und gerne gesehen und freue mich auch, wenn es da weitergeht, weil er jetzt eigentlich an der Stelle ist, wo man ihn wieder als mehr oder weniger als Saul Goodman kennt. Von daher bin ich da mal sehr, sehr gespannt. Ja, das wären so meine News und Trailer. Hast du noch irgendwas, worauf du hinweisen möchtest? Oder irgendwas gesehen, was du gerne erwähnen möchtest? Was ich gesehen habe, sind wir bei was wir gesehen haben? Also gesehen, nicht mehr im News-Teil. Meine ich jetzt nur auf Trailer? Trailer und News. Trailer und News, nö. Das, glaube ich, war das. Nö, ich glaube, das war's. Mir wäre, wenn du ihn nicht erwähnt hättest, noch, wie gesagt, der Terminator-Trailer auf der Zunge gelegen. Ich meine, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Trailerlage insgesamt, zumindest das, was ich gesehen habe, zum Beispiel zuletzt im Kino, tendenziell ja auch eher dünn war. Also da waren viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, komm, muss ich nie haben. So, von daher. Ja, die kommen jetzt alle erst wieder, die neuen, die Trailer noch. Kommen jetzt so, ne, nach der Sommerpause. Ja. Zombieland 2 hätte man jetzt auch noch erwähnen können oder ach so, genau, der Titel vom neuen Bond-Film, ne? No Time to Die. Aber nicht verbunden jetzt mit dem Trailer, sondern einfach nur Bekanntgabe des Titels. Und The King's Man, nicht King's Man, sondern The King's Man, was so ein bisschen die Vorgeschichte sein soll, ne? Ja, Trailer nicht so komplett kacke war, so, aber nö, ist halt auch wieder so eine Geschichte, so wir reiten die Kuh. Kommt mir ein bisschen so vor, aber das ist ja. Ja, du, ganz, wir sind ja ganz ehrlich, wenn die Prequel-Zeiten. Ja, wenn die Kurve kriegen, nach dem doch schlechten, meiner Meinung nach schlechteren zweiten Teil, freue ich mich hoffentlich, dass sie die Kurve kriegen und The King's Man wieder besser ist als der zweite Teil. Golden Circle. Ja, genau. Ja, bin ich deiner Meinung. Okay, aber. Ganz ehrlich, wenn du keine Trailer sonst gesehen hast, passt das. Viel mehr gab's auch nicht. Dann hast du eigentlich schon gut die Brücke geschlagen. Nämlich, was, lieber Henrik, hast du denn zuletzt gesehen? Ja, in die Brücke geschlagen. Also, wo fangen wir denn an? Fangen wir im Kino oder in der Konserve, also auf der Film- oder auf der Serienseite an? Ich würde sagen, klassisch, glaube ich, wir hatten früher meistens immer erstmal Kino. Okay, dann. Oder Filme. Dann, glaube ich, ist das Größte, worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Jetzt muss ich überlegen, ob davor noch was war. Aber ich glaube, ich glaube gar nicht so wirklich. Wir müssen auf jeden Fall über Once Upon ja, das auch. Wir müssen über Once Upon a Time in Hollywood sprechen, glaube ich, ne? Dann machen wir das doch an dieser Stelle. Ja, spoilern, ich weiß, nee, das Schöne ist, fangen wir mal so an, wir spoilern, ne? Spoiler-Alarm. Ich glaube, obwohl das Schöne ist ja, dass wenn man im Nachhinein mal so die ganze Gerüchtelage im Vorfeld sich so anguckt und mit welcher Erwartung auch so von der Geschichte und so viele ins Kino gegangen sind, ist ja jetzt rückblickend gar nicht so viel zu spoilern, ne? Weil es sind 160 Minuten knapp und wir können die Geschichte, also die eigentliche Geschichte relativ gut damit umschreiben, dass sie quasi nicht stattfindet. 140 Minuten von 160 Minuten bewegen wir uns parallel
zu dem sich auslebenden Quentin Tarantino an unseren Hauptdarstellern entlang, ohne dass irgendetwas passiert, das irgendeinen Zusammenhang mit irgendeiner möglichen Geschichte hätte. Und ich finde das großartig. So, es passiert ja im Grunde nichts. Eigentlich. Bis zu den letzten 20 Minuten. Die Story passt auf einen Bierdeckel. Ja, sie ist ja schlicht auch gar nicht da. Wir latschen echt 2 Stunden, 20 Minuten neben Leonardo DiCaprio und Brad Pitt entlang und gucken uns an, wie die beiden so durchs Leben stolpern. So. Und dabei auch ultra schräge und zwischendurch auch ultra lustige Sachen erleben, die aber nichts miteinander zu tun haben. Es ist komplett egal eigentlich. Aber Tarantino zitiert aus der gesamten Kinogeschichte. Der Soundtrack ist wieder wirklich ganz grandios. So, passt wieder super rein zu allem. Zwischendurch wieder der ganz übliche, auch zwischendurch schon mal zynische Humor. Ich glaube, er hat einfach so all die ganzen auch Kameraeinstellungen, Zitatequellen und solche Dinge, die er in seinen Filmen davor eben nicht verbraucht hat, hat er jetzt einfach da ausgelebt. Und ich finde super. Und am Ende eskaliert er einfach in 10 Minuten Tarantino-Gewalt und alles ist gut. Und im Prinzip hat nichts davon, ist nichts davon passiert, was im Vorfeld alle geglaubt haben, dass passiert. Also so das Erste, das ich immer höre, wieso ist das denn, da war doch jetzt mit Charles Manson und Sharon Tate und Polanski und so, und aber warum höre ich da jetzt nichts mehr von? Ja, weil es nicht passiert. So, die wohnt da einfach und Charles Manson wackelt einmal über ihr Grundstück, das ist alles und mehr passiert halt eben einfach nicht. Also das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen banal und aus Kinosicht ist es natürlich nerdig, um es mal ein bisschen sachlicher zu beschreiben. Es ist eine wirklich gelungene 160 Minuten Kinoprozession wir begleiten ihn ja durch die späten 60er, aber auch in die Art, wie Western gedreht wurden. Er nimmt ja auch gar keine Rücksicht darüber. Er sagt uns ja nicht zwischendurch, dass jetzt eine Szene aus dem Western schon gedreht wird, sondern wir finden erst raus, dass die sich nicht einfach nur unterhalten, indem jetzt plötzlich er aus der Rolle fällt und seinen Text vergisst. Solche Sachen während der Dreharbeiten. Es kümmert ihn einfach nicht. Wir kriegen nicht mit, was da passiert. Das ist übrigens die, ist mir dann erst später aufgefallen. Das ist die Westernstadt aus Django Unchained. Nee, aus Hateful Eight, glaube ich, ne? Die, in der sie da drehen. Und so. Also Django weiß ich, gab es in Hateful Eight eine Stadt? Ich kann mich nur daran erinnern, Schnee. Nicht in Hateful Eight. Muss Django gewesen sein. Muss Django gewesen sein. Entschuldigung, ich war im falschen Film. oder Django sind wir ja auch durch ein paar Städte gekommen. Aber ist egal. Auf jeden Fall eine bekannter Drehort kannten wir schon. Und irrsinnige Kamerafahrten, Einstellungen und wie gesagt, er kommt dann halt nicht ohne etwas übertriebene Gewalt aus. Wahrscheinlich der längste zusammenhängende Textcharakter von Zoe Bell. Und ansonsten erstmal wieder ein Tarantino, der wahrscheinlich einige ich weiß nicht, ob er sie enttäuscht hat, aber viele, auch Tarantino-Fans, werden sich was anderes gewünscht haben, glaube ich, oder was anderes vorgestellt haben und haben es nicht gekriegt. Ja. Aber ich finde es groß, ich fand es super. Ja, also vielleicht auch zu meinen Eindrücken, es spielt halt, ne, 69 sogar exakt, also nicht nur in den Ende der 60er, sondern wirklich, es spielt ja nur in diesem, ich glaube, innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar einmal, soll ich nochmal einen zeitlichen Sprung, genau. Aber es spielt ja gut, 69 zwischendurch vergehen Ende. Ja ein paar Jahre. Es geht ja ein bisschen früher los, genau. Die Zeit, die
die... nur ein paar Monate, wo er in Italien war. In Italien sind, ne? Zusammen. Genau. Ja, es ist, wie gesagt, 69, das Ende einer Ära in Hollywood, die Drehs von, oder generell Western lässt nach, New Hollywood ist quasi überall schon und er ist halt so einer der alten Riege, der eigentlich fast ja auch immer nur die Bösewichte gespielt hat und er kriegt ja sogar noch gesagt von Al Pacino, hier, mach mal was anderes, sonst bleibst du für immer der Bösewicht oder musst Spaghetti-Western drehen. Das wirkt ja wirklich wie eine Bestrafung in dem Film. Und aber da kommt er halt nicht von weg und macht wieder einen Pilotfilm, spielt er wieder den Bösewicht. Er hat halt mit Brad Pitt quasi seinen Stuntman, aber es ist ja mehr als sein Stuntman, es ist sein Freund, sein Chauffeur, sein Helfer aller Art. Also und Tarantino spielt halt auch immer mit den Erwartungen. Also zum Beispiel auch Szene, Brad Pitt auf dem Dach, macht die Schüssel oder soll die, also, nee, Schüssel war es nicht, soll die Antenne reparieren. Genau. Mhm. Und man sieht, dass er rüber gucken kann und bekommt auch sowas von Sharon Tate dort drüben mit. Und man denkt jetzt, ja, jetzt muss doch da irgendwas passieren. Aber es passiert einfach nichts. Passiert einfach nicht. Das war's dann. Ja. Genau, er smoked sich eine und dann war's das. Mhm. Also, man hat immer wieder Erwartungen und nö, es passiert aber nichts. Genauso die Manson Family, wo Brad Pitt da auf dieser Ranch ist. Mhm. Geniale Szene, hat mir super geil gefallen. Fand ich großartig, aber Manson ist halt nicht da. So. Ja, genau, aber eigentlich gehst du davon aus, okay, er geht jetzt durch das Gebäude, findet ihn und so nach dem Motto, der Hilferuf will befreit werden und dann gibt es da nochmal richtig krass Action oder sowas. Ja, nee. Aber nein, es passiert nichts. Er sagt selber, nö, ich will nur liegen, heute Abend die Fernsehsendung gucken, lass mich in Ruhe. Ja okay, dann gehe ich wieder. Also, ja. Also, gut, dann gab es nachher noch einmal kurz, haut er dem Kerl da noch einen in die Fresse wegen seinem Reifen. Aber es hat ja keine, diese ganze Sequenz auf der Movie Ranch hat ja keinerlei Einfluss auf das, was danach passiert. Der Teil ist ja durch dann danach. Er fährt weg und das Thema ist, bis sie dann am Ende die drei dann wiederkommen zu dem dann bei Rick Dalton in dem Haus auftauchen, ist ja erstmal, es gibt ja keinen Zusammenhang dazu. Das ist ja Zufall, ne, dass sie da landen. Sie überlegen ja auf das Grundstück von Roman Polanski, wo Roman Polanski und Sharon Tate wohnen, zu gehen und stehen vor dem Haus von Rick Dalton. So, genau. Und der ist angepisst, weil das Auto so laut ist. Und das ist der einzige Zusammenhang, der dann da entsteht. Die Szene die ganze Sequenz auf der Movie Ranch hat nichts damit zu tun. Das hätte auch ohne genau so passieren können. Es gibt den Zusammenhang nicht. Ne? Und es kümmert ihn einfach nicht. Ich finde das großartig. Er macht das, wie er das möchte. Absolut. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwann, weil es gibt ja auch diesen Off-Sprecher, ne, der ab und zu mal was erklärt oder was sagt, dass der auch nochmal sagt hier, ja, Rick Dalton ist eine rein fiktive Figur und darum ist es nicht so passiert halt oder so, ne, dass man das nochmal versteht. Weil, also ich glaube, viele haben es echt nicht gecheckt, also Augen auf bei der Kinowahl. Hinter uns saßen irgendwie so ein Pärchen, so ein Möchtegern-Pärchen. Und da hörtest du dann, wie Sharon Tate, also Margot Robbie, im Kino saß und sich ihren eigenen Film angeguckt hat. Was auch hörte ich nur hinter mir plötzlich von der Perle sagen, das ist sie auch gar nicht. Weißt du, da denkst du nur, oh Gott. Geh nach Hause. Aber auch wieder, ne? Ja. Und Fußfetisch, ne? Ja, wieder Fußszenen. Ja, und nicht da so wie, steht also, da drauf. Gefühlt so viele wie noch nie gefühlt. Also sowohl im Kino als einmal auch an dieser Autoscheibe mit der von der Manson Farm. Also, die übrigens ganz lecker war, ein bisschen dürr, aber ansonsten. Ja, ein bisschen, ja. So, Chauvinistenkasse, ich zahle in die Chauvinistenkasse. Ja. Und recht jung. Mhm. Jung und dürr. Ja, und wie gesagt, ist alles komplett. Also, ich hab als Kritik gehört, belanglos. So, sein belanglosester Film habe ich irgendwo gehört oder gelesen. Weiß ich nicht. Finde ich nicht. Weil es. Nee.
weil es eine Art des Erzählens ist, viele Dinge da drin. So, ich meine, er hat ja sogar, habe ich mich nicht dran gehalten, er hatte ja im Vorfeld sogar eine Liste von Filmen rausgegeben, die man gesehen haben soll, damit man die ganzen Zitate und Referenzen und so weiter versteht, habe ich mich natürlich nicht dran gehalten an die Hausaufgaben. Schande über mein Haupt. Aber vieles hat man schon erkannt. Er hat sich einfach abgearbeitet an all den Dingen, die er so unterbringen wollte in dieser Hollywood-Kiste und hat sich halt einen Scheiß drum geschert, also wie er von A nach B kommt am Ende. So. Ja, absolut. Und apropos von A nach B, ich hatte halt auch immer wieder so ein bisschen GTA-Flair in der ganzen Geschichte, ne? Also dadurch, dass die viel fuhren mit Radio, und es auch so hin und her zwischen den Charakteren ging und wirklich extrem so diesen alltäglichen Flow hatte, hat mich das immer sehr, sehr stark an Grand Theft Auto erinnert. Ja, und also, könnte ich mir gut in der Zeit so ein GTA vorstellen. Meinst du, der GTA Once Upon a Time in Hollywood Mod, der dann... Ja, genau. Schöne Idee. Ja, und natürlich das Finale richtig schön übertrieben mit dem Flammenwerfer, die Flammenwerfernummer war halt schon, ist halt schon das Tüpfelchen obendrauf, so. Aber die Hundefutterdose. Alter Schwede. So, das ist dann wieder Tarantino, ne? So. Ja. Also ich war ja mit meiner Frau drin und da meinte sie, okay, jetzt bin ich, also sie fand den Film wirklich gut bis dahin. Also ihr hat das sogar gefallen. Aber da meinte sie, das hätte jetzt nicht sein müssen, das passt da nicht rein, das wäre total drüber. Ja, natürlich. So, und genau darum geht's ja, ne? So. Ja, richtig. Also das war schon krass. Und hast du sie erkannt? Eine von der Manson Family ist doch abgehauen. Ja. Das ist die Dings aus Stranger Things hier, die Eisverkäuferin. Wie heißt denn noch? Die Eisverkäuferin, die mit Steve rumhängt. Genau, ja, ich komme auch auf ihren Namen nicht. Namen habe ich. Richtig, genau. Ist mir dann an den Augen sofort aufgefallen. Ich wusste es vorher nicht, dass sie hier mitspielt. Ist mir wirklich erst im Film dann in dem Moment aufgefallen. Ja. Ich habe. Ich bin nicht im ersten Moment drauf gekommen, aber ich war mit meinem Schwager im Kino und habe gesagt, die kenne ich doch irgendwo. Wo habe ich die gesehen? Das muss gar nicht so lange her sein. Da haben wir zusammen überlegt und sind dann drauf gekommen. Genau. Meine Frau sagte, nee, das ist die nicht. Und dann habe ich nachher nochmal nachgeguckt und konnte ihr sagen, hier doch, ist sie, habe ich richtig erkannt. Ja, und das soll auch so ein Wink sein, dass wohl auch in Wirklichkeit eine damals gezögert hat und nicht mitmachen wollte, aber die ist wohl nicht wirklich abgehauen, sondern hat dann doch mitgemacht oder war passiv dabei oder ja, wie auch immer. Also das soll wohl auch so den Charakter darstellen, der damals auch wirklich existierte und ja. Also, wie gesagt, 160 Minuten, geballte Langeweile, aber klassisch im Stil eines Tarantinos. Ja, also ich habe mich kein Stück gelangweilt. Es war wunderbar anzusehen, wie Cliff Booth Bruce Lee verprügelt und dann von Zoe Bell zusammengeschissen wird. Ja, so. Das stimmt. Das war auch einer meiner Highlight-Szenen. Das war super. War großartig. Ich musste auch meiner Frau im Nachgang erklären, dass Bruce Lee wirklich, also nicht seine Art, da haben sich ja auch die Angehörigen von Bruce Lee geärgert und sich beschwert, dass er falsch dargestellt worden wäre. Aber Tarantino hat gesagt, nö, das habe ich aus mehreren Quellen so gehört, dass er halt auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, arrogant oder halt selbstsicher oder... kann ja auch selbstbewusst, kann ja auch positiv sein. Vor allem, man sieht ja auch einen Rückblick, wo er mit Sharon Tate trainiert. Da wirkte er wiederum ganz, ganz locker und eigentlich nicht unsympathisch, aber in der Szene natürlich schon. Und ja, mein Gott, das fand ich jetzt aber deswegen nicht schlimm. Und nee, aber gerade dieses Übertriebene mit diesem dieses typische Bruce Lee-hafte, da denkt man ja auch, was ist das für ein Spinner, also wenn du es heutzutage siehst, ne? Ja. Und ja, also die Szene war super. Die komplette Szene war auch mit Kurt Russell Es gibt zwei Dinge, die man kann ja, man muss
Man muss Tarantino-Filme nicht zwingend mögen. Wir als Kinonerds und so feiern das vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber darum geht's ja, dass du Spaß dran hast und so weiter und dass du jemanden, der sich so auf das in Anführungszeichen Kino der Vergangenheit stürzt, wie er, das muss man einfach feiern. Und wie gesagt, ob er dann zwischendurch ein bisschen drüber ist. Aber du kannst ja, man kann ja, wie gesagt, man muss das nicht mögen, aber man muss immer respektieren. Und ich feiere das ja in so ziemlich jedem Tarantino-Film. Erstens kann er ist ein genialer Drehbuchautor. Also Dialoge schreiben, vor allem auch dann so Sinn und Humor miteinander so zu verbinden, dass dir manchmal dann auch das Lachen wirklich im Hals stecken bleiben muss. So. Dann lizenzierte Soundtracks, ne? Also keine Original Score, sondern Musik zu seinen Filmen auszusuchen, ist, glaube ich, das eine. Und Casting kann er. So. Ich bin ausgeflippt, ich bin fast hinten rübergefallen, als ich Damian Lewis als Steve McQueen aus diesem Cabrio abschalte. Ich bin fast aus dem Stuhl gefallen, habe ich das gefeiert. Boah. Ja, im ersten Moment wirkt es für mich total nicht passend, aber eigentlich im Nachgang eigentlich total doch. Ja. Ne? Aber ich habe im ersten Moment einfach nur Damian Lewis in dem Moment gesehen und dachte mir, hey, was soll das denn jetzt? Aber so klar, als Steve McQueen. Und so geht das ja die ganze Zeit, ne? Ja, also die Playboy-Mansion-Szene, ja gut, da kritisieren wir hier, das hätte deutlich krasser sein können, weil auch im New Hollywood oder Ende der 60er Jahre, da ging deutlich mehr ab als eine harmlose Poolparty, ne? Mhm. Aber ja, war eine sehr, sehr schöne Szene, ja. Hat mir sehr gut gefallen und auch Roman Polanski gut gecastet und das passte alles wie die Faust aufs Auge und nee, für mich ist es eher sogar der unmainstreamigste Film von Tarantino. Ich glaube eher sowas wie Django ist extrem oder Inglourious Basterds ist deutlich massenkompatibler als das jetzt. Also wenn sich zwischendurch jetzt dann so die Meinungen dann irgendwie teilen an Filmen von Tarantino, dann bestimmt daran. Vor allem bei den Jüngeren. Ja. So, dass ich sag jetzt mal, die frühen Tarantinos, also so Reservoir Dogs, da muss man ja, wenn man das erste Mal sieht, vor allem als wir das sozusagen das erste Mal gesehen haben, musste man ja da schon erstmal mit Mühe durch. Ne? So, da ist, das ist schon ganz was anderes als die in Anführungszeichen teuren Filme. Aber hier merkt man, dass er sich einfach rausnimmt, einfach zu machen, was er will. So, weil im Zweifelsfall wird da der eine oder andere in der Produktion gesagt haben, sag mal, ist dir aufgefallen, dass wir jetzt schon bei Minute 132 sind und wir wissen noch nicht so genau, wo es hingehen soll. Und er dann gesagt hat, will ich auch nicht, ist mir doch egal. Ja, genau. Und man hat, also vielleicht auch nochmal ein Punkt, was du, glaube ich, vorhin so ein bisschen angeschnitten schon hattest. Diese ganze Manson-Story. Ich weiß, im Vorfeld wurde gesagt, oh, hier der nächste Film von Tarantino ist ein Manson-Film. Und war es auch wirklich gar nicht. Klar, er taucht einmal ganz kurz auf und es geht nachher da. Eher ist es eine Verbeugung und eine Huldigung und eine Ehrung für Sharon Tate. Wo ich auch gehört habe, dass er mit den Nachkommen von Sharon Tate gesprochen hat oder Verwandten von Sharon Tate. Und ja, ich glaube eher, dass es in die Richtung ihm ging und dadurch automatisch dann halt die Manson so ein bisschen damit reinkam. Aber das war, glaube ich, nie seine Idee oder da wirklich viel über die Mansons zu machen. Oder den Charlie Manson oder Charles Manson. Nee, er hat einfach die ganze Zeit und das ganze Setting einfach genommen und mit durchgerührt. So. Und so. Das ist, hätte alles irgendwie parallel zu der in Anführungszeichen echten Manson-Familienmordgeschichte passieren können. Halt eine Woche später. Exakt, genau.
Und gegen Margot Robbie ist ja auch nichts zu sagen. Nein, das. Und Anne hat wieder ganze Arbeit geleistet. Wer? Anne? Anne Helm? Ach so, ja, sorry. So weit war ich noch nicht. Ja, stimmt. Klar, hat sie. Ach, ich höre die ja so gerne. Ja, ich auch. Die hört man leider oder gefühlt. Ja, leider zu selten in letzter Zeit. Ja, da ist, da kommt man an ihrer Schwester fast nicht vorbei, wie man. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und so ein bisschen Margot Robbie geht immer. Ja. Hast du denn, oder erstmal zu Once Upon a Time, sonst noch was? Ich glaube, wir haben. Du, ich glaube, wir feiern das einfach und ja, auf der anderen Seite würde mich natürlich ein bisschen interessieren, was unsere Hörer, die ihn schon gesehen haben, weil wann sollten sie ihre Meinung dazu abgeben? Oh Gott, ich habe mich in den Satz reinmanövriert. Ja. Wie sie das sehen, ob man das feiern kann, dass er in Anführungszeichen das belanglose Leben eines auf dem absteigenden Ast befindlichen Western-Darstellers aus Fernsehserien 2 Stunden und 40 Minuten lang zieht, um am Ende Leute im Pool mit Flammenwerfern abzufackeln. Ja. Ich weiß dadurch, dass wahrscheinlich bei uns die Hörer doch sehr cineastisch eingestellt sind, wahrscheinlich haben wir einen Großteil an Befürworter. Aber klar, schreibt es gerne, egal wo, wir werden es finden. schreibt uns gerne mal, würde uns wirklich auch mal interessieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ja, ansonsten schön, dass wir vielleicht, ja, mal gucken, was dein letzter Film dann wird, ob es Star Trek wird, ob es was ganz anderes wird. Und ob es tatsächlich darauf hinausläuft, dass es wirklich dann eben die 10 nur sind. Ne? Auch das richtig, ja. Er könnte ja dann noch was für Netflix machen, wobei er eigentlich so ein Cineast durch und durch ist. Ich kann mir kaum bei was anderem vorstellen. Ne? Nee, ich denke auch nicht. Also auch so. Ich weiß auch nicht, ob er Serien kann, so oder will. Ja, ein bisschen was hat er ja schon mit Serien gemacht, ne? Also sowohl mal mitgespielt als auch schon, mitgeschrieben zum Teil. Aber ich denke, genau darauf wird es hinauslaufen, ne? Weil sobald er die eigenen Projekte, weil das frisst ja auch viel Zeit, ne? So. Mhm. Und das nicht mehr so intensiv ist, wie gesagt, diese Star Trek Nummer ist ja, da verdichten sich ja mehr und mehr die Dinge. Tja, ich bin gespannt, ja. Ja, ich auch. Aber die werden den mit Arbeit für Drehbuch Aufträge und vor allem Drehbuch Doktor Aufträge werden die den wahrscheinlich zuschmeißen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wir für auch an unserer Seite aus Schauempfehlung, wenn nicht sogar Pflicht. Ja. Und ich hätte, bevor ich zu einer Sache komme, die ich zuletzt gesehen habe, hätte ich mal eine Frage. Hast du den letzten Spider-Man gesehen? Mhm. Okay, dann hast du was mir voraus. Weil ich habe ihn noch nicht gesehen, das ist der einzige MCU-Film, der mir noch fehlt, den werde ich wohl auch erst zu Hause sehen. Aber ich habe ja auch mitbekommen, dass Sony und Disney sich ein bisschen wieder mal am Streiten sind, wobei ich da eher auf der Seite von Sony bin und verstehe, dass die da nicht so viel abgeben wollen, also nicht 50%, kann ich verstehen. Vor allem, weil Disney profitiert ja andersrum dadurch, dass sie überhaupt die Figur dann in ihren Film verwenden dürfen. Mhm. Aber gut, das ist ein Glaubenskrieg wahrscheinlich, aber prinzipiell bin ich da eher pro Sony. Aber meine Frage an dich wäre, weil ich kenne das Ende nicht, aber es ist wohl so, dass es schon schwerer werden könnte, wenn die sich jetzt trennen, oder? Von der Erklärung her. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, aber kannst ja mal deine Meinung dazu sagen. Also vielleicht kurz bevor du startest, weil ich ja spoilerfrei bin in dem Bereich. Mhm.
Ich finde es nicht schlimm, also mich würde es nicht stören, weil ich glaube, das MCU kann auch ohne Spider-Man prinzipiell weiter existieren. Mhm. Und wenn Sony sich sagt, okay, wir machen jetzt mit dem Spider-Man ja so weiter, dann haben sie ja trotzdem ihren Spider-Man, den momentan jeder mag. Und wenn sie das Ganze mit Venom oder halt ein paar anderen Charakteren aus diesem Spider-Verse quasi mit reinbringen, kann das auch gut laufen und hat vielleicht auch mal dann wieder eine erfrischend andere Farbe und einen anderen Anstrich als das alles gleichgetaktete MCU von Disney. Du, ich komme. Das ist meine Meinung. Also ich spoiler dann auch nicht. Ich sag nur, dass ich mit Spider-Man ganz okay war am Schluss, obwohl ich, sagen wir es mal so, der Mysterio, da habe ich einfach mehr von erwartet. Ne? Sagen wir es mal so. Also es war so ein, es war ein Spider-Man-Villain, die ja zwischendurch dazu geneigt haben, eher so ein bisschen schwächlich auf der Brust zu sein. So. Ansonsten war es wieder ein ganz entspannter Spider-Man, hat mir soweit ganz gut gefallen, wie gesagt, war unterhaltsam. Wir hatten das ja in der letzten Sendung, als Olli da war. Da waren wir ja beide noch in der Situation, ihn nicht gesehen zu haben, beziehungsweise überhaupt in der Vorfreude waren. Und aber ich sehe das wie du. So, der Spider-Man an sich, ich würde ihm vielleicht sogar mal ganz gut tun, auch mal eine andere, wie hast du gesagt, Farbe zu bekommen. So, ne, auch eine etwas, vielleicht sogar eine andere Stimmung, ein bisschen. Genau. Was nicht per se schlecht sein muss. Man darf ja jetzt nicht den Fehler machen und sagen, das muss jetzt alles so, es darf gar nicht anders sein und das muss immer eine Komödie wie, also es muss sich in diese, in diesen komödiantenhaften MCU-Charakter wie Ant-Man einreihen, weil die Insekten MCU-Charakter, die können halt nur lustig, so. Muss ja nicht. So, das kann man ja auch gut machen, sagen wir es mal so. Und Venom hat doch ganz, ganz okayisch funktioniert. So, ich weiß gar nicht, was dagegen spreche. Du, an der Kasse ja, aber inhaltlich fand ich ihn schwach. Also, ja, ich sage, war mit Sicherheit nicht die beste, in Anführungszeichen, Superhelden, Anti-Helden-Film, aber wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Genau, deswegen. Aber ich wollte nur mal die Meinung hören von jemandem, der den Film gesehen hat, weil vielleicht ist die ja ganz anders als jemand, der den letzten noch nicht gesehen hat und deswegen vielleicht Angst hat um die Conclusion oder Auflösung oder wie es da weitergeht an der Stelle. Ja, aber die Gefahr besteht ja trotzdem, dass das den Bach runtergeht. So. Aber muss man halt, ich glaube, es geht einfach nur, dass man es richtig macht oder sie einigen sich halt ordentlich. So, da muss dann einer irgendwie. Ist ja noch nicht ganz außer Welt. Also eine mögliche Einigung steht ja noch im Raum. Wobei, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass Sony sich da über den Tisch ziehen lässt, dann sollen sie es lieber alleine versuchen, ganz ehrlich. Ja, es ist okay, ne? Weil man soll ja, da ist so viel Geld im Spiel, ne, bei Marvel/Disney, dass ich meine, die sind dumm genug gewesen, das aus der Hand zu geben. Warum soll Sony jetzt nicht seinen Schnitt daran machen? Ne? Exakt, ja. Du, anderes Thema, wo wir gerade bei Superhelden sind. Sagt dir Homelander und The Deep etwas? Ja, sagt mir was. Und zwar ist das, ich habe die ersten 2-3 Folgen von The Boys gesehen und ich mochte es. Okay, warum hast du nicht weitergeguckt, könnte ich das fragen? Weil ich andere Sachen auch noch geguckt habe. Ich hatte noch Hausaufgaben von dir. Ich habe. Okay, ja, kann ich echt was zu sagen. Ich gucke seit 2 Tagen noch etwas, das es seit dem 30. zu gucken gibt, was ich sehr, sehr feiere gerade. Also, okay, kannst du gleich empfehlen, bin ich sehr gespannt. Ich halte. Weil mir fehlt was Neues. Ja, komm, da können wir mal unseren Altersunterschied und so aus.
Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich das ist, das kann doch was. Ja, also genau, deswegen möchte ich das gerne hier einmal in den Raum werfen, ja, und allen empfehlen, ja, die es noch nicht gesehen haben. The Boys, quasi Ähnlichkeiten mit Watchmen sind sicherlich da. Mhm. Im Grunde ist es aber eine Parodie oder ein Gedankenspiel. Stellen wir uns doch mal die Justice League vor, aber wenn die Justice League extrem korrupt und eigentlich nur auf Kommerz und Macht aus ist. So ungefähr muss man sich das Ganze vorstellen. Es gibt halt auch Superman in Form von Homelander, so wie er in der Serie heißt. Mhm. Es gibt Aquaman, der dort in der Serie als The Deep bekannt ist. Da kommt auch gerade am Ende der Staffel noch eine richtig krasse Szene für dich. Auf dich. Ach, krasse Szenen gab es ja schon genug. Ja, wenn du die gesehen hast, weißt du, was ich meine. Also, ja, sehr speziell. Ja, Gewalt ist natürlich extrem hoch. Ja. Gewalt und Sex ist sehr hoch in der Serie. Es beruht auch auf einem Comic. In dem Comic übrigens, Fun Fact, Simon Pegg spielt ja mit. Mhm. Der spielt den Vater von dem Huey. Und Simon Pegg ist das Vorbild gewesen für Huey in den Comics. Und dadurch, dass aber Huey deutlich jünger ist als heutzutage jetzt mittlerweile Simon Pegg, hat man statt Simon Pegg einen anderen Darsteller genommen, nämlich den Sohn von Dennis Quaid. Und Simon Pegg spielt dadurch dann halt den Papa von Huey, den es in den Comics gar nicht gibt. Mhm. Cool. Genau. Es gibt auch eine Wonder Woman und es gibt wirklich mehrere Figuren, die halt ganz klar eine Parodie oder eine Anspielung auf einen bestimmten DC-Charakter sein soll. Und dann gibt es noch, also das sind die Superhelden, in Anführungsstrichen super. Guck, die Simon Pegg haben wir gleich nochmal, wie cool. Ja, die natürlich nur versuchen eigentlich vor allem erstmal ins Militär zu kommen. Ja, da geht es momentan. Gibt es dort Ideen, dass diese Firma, die diese Superhelden quasi coacht, managt oder halt ja, die dafür zu, die managen, dort ins Militär reinkommt. Und ja, da gibt's aber auch gibt's gewisse Leute, die sind da nicht so ganz erpicht von, nämlich die sogenannten Boys. Und dort natürlich die Hauptfigur, wer anders kann es sein als Carl Urban, bekannt also Billy als Pille. Genau, Billy Butcher, bekannt als Pille aus den neuen Star Trek-Filmen. Oder Judge Dredd war ja zuletzt. Frage, ja. Bin ich ja bei der Figur von Billy Butcher und Carl Urban ja der Einzige, der das Gefühl hat, dass der sich ziemlich so wie der Priester aus Preacher anfühlt? Muss kann ich, schon sein. Muss ich ein bisschen dran denken. Fühlt sich ähnlich an und ist auch so schräg. Ja, ohne jetzt das Ende der Staffel zu spoilern, er ist halt sehr, also ihm, Homelander quasi hat seine Frau auf dem Gewissen, sagen wir es mal so. Mhm. Und deswegen hat er einen so extremen Hass auf Homelander und auf diese Superhelden und versucht dann eher andere Superhelden umzubringen. Und da gibt's auch einen Unterschied zu den Comics. In den Comics haben die Boys selber auch Superkräfte. Was eventuell ja auch noch kommen kann, weil es gibt dort einen bestimmten, in dieser Serie gibt es einen Wirkstoff, der scheinbar was mit den Superkräften zu tun hat. Und so könnte man sich erklären, wie vielleicht The Boys, also diese Gruppierung, die gegen diese Superhelden vorgehen, eventuell dann irgendwann auch mal überhaupt die Chance haben. Weil sind wir mal realistisch, gegen Homelander ist eigentlich, hat keiner eine Chance. Weil, wie gesagt, ist Superman nur ohne Kryptonit. Also es gibt bis dato kein Kryptonit. Was sich vielleicht auch im Laufe der Staffel ändert, aber so viel nur dazu. Mhm. also, das ist ganz großes Kino. Ich glaube, Amazon war selbst überrascht, wie positiv und wie extrem gut die Serie ankam. Zweite Staffel wird gerade gedreht. Also, da können wir uns schon recht schnell auf mehr freuen. Und ja, also, oder A-Train hab ich noch vergessen, was natürlich auch eine wichtige Figur ist. A-Train ist quasi der Flash in der Serie, der dummerweise dem Hauptcharakter, dem Huey, seine Freundin wegsplättert. Nämlich gedacht, er rennt aus Versehen durch sie durch. Ja. 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 Ja, kann man lachen, ist aber sehr, nee, sehr bitter. Es ist halt ziemlich bitter, aber die Szene ist und die Auflösung, sagen wir es mal so, also nehmen wir die gesamte Szene. Es ist natürlich nie schön, wenn jemand gewaltsam zu Tode kommt, aber diese gesamte Auflösung, wie das so stattfindet,
Ist schon, oh je. Ja, absolut. Also deswegen, The Boys müsst ihr euch anschauen. Ich habe es echt schnell durchgeguckt, weil es sind nur 8 Folgen, ungefähr eine Stunde. Ich glaube, ich bin dritte oder vierte Folge, glaube ich. Ja, das war im Endeffekt, oder ist mein Serientipp The Boys. Mhm. Und ja, bin jetzt mal sehr gespannt, was du denn zu berichten hast oder empfehlen hast mit Simon Pegg, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, was ich gerade, wie man so schön sagt, fast binge. Ich bin ja, wenn man so will, medientechnisch in den 80ern sozialisiert worden. Und auch zu meiner Kindheit und so weiter gehören natürlich auch viele Dinge, die mit dem Puppenspiel zu tun haben. Und jetzt wirst du wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Seit dem 30., also seit vorgestern, läuft auf Netflix die Prequel-Serie zu dem Jim Henson-Klassiker aus den frühen 80ern, nämlich Der dunkle Kristall, läuft als, wie gesagt, Prequel-Serie. Der dunkle Kristall, Zeit des Widerstandes oder Ära des Widerstandes, gerade auf Netflix, sind 10 Folgen, gut 50 Minuten, die auf der, und jetzt sind wir bei Simon Pegg, in diesem Fall auf der, auf der Sprecherseite, wirklich ganz, ganz großartig besetzt ist, obwohl ich habe die erste Folge, ich bin jetzt bei Folge 8 quasi zu Ende, mir fehlen also noch 2 Folgen dieser auch erstmal nur auf eine Staffel ausgelegten Serie, zumindest ist das bisher die Information. Ich habe das jetzt auf Deutsch geguckt, weil so viel los ist und manchmal so viele Charaktere und so viel durcheinander ist, dass es mir dann schwerfällt, der Sache zu folgen. So gut ist dann mein Englisch dann nicht. Werde es aber mit Sicherheit dann im Englischen nochmal nachholen. Ich habe aber die erste Folge dann schon mal in Englisch geguckt und die Besetzung ist, da ist wieder das Who is Who. Ne? So Taron Egerton spielt die männliche oder spricht die männliche Hauptrolle. Wir sehen zum Beispiel Natalie Emmanuel, die wir auch aus Game of Thrones kennen, in einer Hauptrolle, Helena Bonham Carter, Natalie Dormer, noch eine Game of Thrones, Mark Hamill, Mark Strong, Eddie Izzard, Simon Pegg unter anderem, Jason Isaac, also es ist das Who is Who. Ich sehe gerade, ich scroll gerade, weil mir nicht einfiel, wer eine Rolle spricht, die, wo ich mir eigentlich eine Notiz gemacht habe, Benedict Wong spielt noch eine oder spricht eine und da sah ich noch, dass auch Lena Headey, also noch ein Game of Thrones Darstellerin dabei ist. Also worum es sich dreht, für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, es ist eine Puppen-Animationsserie, die von der Jim Henson Company gemacht wird, die wir alle kennen von den Muppets, denke ich, was so wahrscheinlich neben den Figuren aus der Sesamstraße und den Muppets zumindest für die etwas Jüngeren noch bekannt ist. Die etwas Älteren werden, wie gesagt, der dunkle Kristall als ein ziemliches Puppenspiel-Meisterwerk sicherlich kennen. Auch die Reise ins Labyrinth geht ja auf die Arbeit von Jim Henson und Frank Oz und so zurück. Und hier geht's, wie gesagt, in dieser Puppen-Animationsserie um eine Fantasy-Welt, in der ja Intrigen und Leid und Elend rund um eben diesen beschriebenen dunklen Kristall und Abenteuer eben zu bestehen sind mit den Figuren, elfenähnlichen Figuren, die in dieser wirklich rein fiktiven Welt unterwegs sind und gegen das Böse antreten. Die Detailtiefe, die Produktionstiefe, die Stimmung, die Art und Weise, wie die Henson Company auch mit Leuten zusammen, die schon vor 37 Jahren bei dem Kinofilm
der dunkle Kristall dabei war, diese Welt zum Leben erwecken, ist so, so großartig. Das zieht mich so rein. Und es ist, obwohl ja Puppenanimation oder die Muppets oder die Sesamstraße, die immer mit Kinderfilmen in Zusammenhang gebracht werden, ist das in diesem Fall, naja, es ist nicht für alle Kinder was, sagen wir es mal so. Netflix empfiehlt die Serie ab 12, und ich glaube sogar zwischendurch ist sogar für den zart beseiteten 12-Jährigen das Ganze ein bisschen auch schwierig zwischendurch, wenn die Skeks sich gegenseitig irgendwie zerfleischen. Das ist schon, also da geht's schon, es geht schon zur Sache, sagen wir es mal so. Es ist düster, es ist aber zwischendurch mit der Muppet oder mit der Hanson-ähnlichen Humorgeschichte verknüpft. Die Figuren sind niedlich zwischendurch. Alles passt wunderbar zusammen, alles wirkt sehr lebendig und echt, und also echt im Sinne von, es gehört zusammen. Es gehört in diese Welt so, ne? Es bleiben halt Puppen. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, diese Mischung aus so praktischen Puppeneffekten, den wunderbaren Szenen, die da auch real bauen, und ein bisschen Computeranimation und Greenscreen, dann kann man da richtig drin versinken. Vor allem, wenn einen eben in den 80ern, in den eigenen frühen Kinozeiten sowas wie der dunkle Kristall dann schon ordentlich überfahren hat, kann ich mich gut dran erinnern. Im Kino, im Burgtheater, in Soest, da werden Erinnerungen wach. Ja. Und wie gesagt, ich feiere das gerade sehr, weil du kannst gar nicht beschreiben, wie tief die Detailverliebtheit da geht, auch mit wie viel offensichtlich Geld die das da durchgezogen haben. Und es gibt auch ein Making-of, habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch machen. Auch noch mal irgendwie habe ich gesehen, glaube, anderthalb Stunden noch mal. Die zeigen, wie das da alles entstanden ist. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Also ich feiere das gerade wirklich. Wenn man ein bisschen auf so Fantasy in richtiger Tiefe so und ohne überladenes CGI, das ist, glaube ich, noch der Teil, den man dabei am meisten herausheben muss. Ne? Es ist eben tatsächlich Puppenanimation oder Puppenspiel, wenn man so will. Das macht die Sache sehr, sehr speziell und gefällt mir richtig, richtig gut. Sehr interessant. Ich habe da noch ein paar Fragen zu. Mhm. Hast du denn, oder würdest, also ich habe das damals nicht gesehen. Meinst du, da könnte ich denn was mit anfangen, wenn ich da aus dieser Welt noch gar nichts kenne? Ja. Du musst für die Serie den Film nicht gesehen haben, weil die Serie, wie gesagt, vor der Zeit von dem Film spielt. Es funktioniert in beide Richtungen, denn was wirklich, wo ich den allerhöchsten Respekt vor habe, ist, dass sie das gesamte Design, die gesamte Bildsprache, all die Kostüme, die Art, wie die Puppen aussehen, wie die Umgebung aussieht, wie das alles zusammenpasst, ist quasi 1:1 wie im Spielfilm. So, wenn du den einen gesehen hast, wenn du den Film vorher gesehen hast, findest du dich in der Welt sehr gut zurecht, in der die Zeit und die Serie eben davor spielt. Und umgekehrt. Wenn du jetzt die Serie guckst, wirst du mit der ersten Szene, mit der Einführungsszene in den Film, wirst du genau wissen, wo du bist, worum es gleich gehen wird, wer wohin gehört. Das ist eine große Welt, aber nicht zwingend abhängig davon, dass du den Film unbedingt gesehen haben musst. Okay, interessant. Ich habe mich vor 3 Tagen folgende Nachricht bekommen. Vielleicht kannst du da was zu sagen, weil ich doch etwas überrascht bin. Er schrieb mir, muss mich gerade noch durch diese unsäglich langweilige The Dark Crystal-Serie quälen. Mhm. Sehr für kleine Kinder gemacht, ja. Und dazu überzeugen die Puppen nicht. Ja, geh weg. Der halbgar alles. Ja, ja, genau. Ist, ja, keine, also passt nicht, kein, sagst du, ja. kein,
kein Muppet-Show-Kind, ne? Das ist das, was passiert, wenn, was alle auch befürchten, wenn du heute CGI verwöhnt bist. Weil CGI ist mit Sicherheit, man kann das alles in CGI realer machen, also fotorealistischer. Auch als Animation, also was weiß ich, Alita Battle Angel. Na, so, das Ganze so miteinander zu verbinden, dass man es in, dass es so real wird, dass man es überziehen muss, damit man versteht, dass es artificial ist. So, hier ist es in sich artificial. Und ich verstehe, wenn man, was ich zum Beispiel, auch wenn ich wirklich nach was suchen wollte, es sind die Hauptfiguren sind in so verschiedene, wie sagt man, quasi so Stämme aufgeteilt. Und die sind sich sehr ähnlich, aber eben nicht per se. Ne? Es gibt halt eine Rasse, die lebt unter der Erde, eine andere so und so weiter. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Sind sich sehr ähnlich, ja. Aber es gibt eine dieser Stämme, wo ich verstehen kann, wenn einer sagt, ich kann die Figuren nicht auseinanderhalten, weil sie sich so ähnlich sind und natürlich sind Puppen, was das Mimenspiel und so weiter angeht, auch moderne Puppen immer noch einer gewissen Einschränkung unterlegen. Ne? Es ist halt nicht, was du heute mit Computeranimation machen kannst. Und wir reden hier wirklich davon, dass da Menschen ihre Hände in diesen Gesichtern haben und die Münder bewegen und dahinter noch Leute sitzen, die mit einer Fernbedienung die Augen bewegen und so weiter. Es bleibt Puppenspiel. Und das ist ja tatsächlich per se eine Kunst schon mal. Ich kann die Kritik verstehen, wenn einer sagt, ja, aber das ist ja nicht computeranimiert. Aber die Puppen überzeugen eben als das, was sie sind, nicht als das, was ich versuche zu imitieren. Ja. Wenn ich also dann kannst du auch die Muppet Show scheiße finden. Oder du kannst sagen, guck mal, Tiffy sieht kacke aus neben den lebenden Darstellern in der Sesamstraße, weil die überzeugen dann nicht in dem Vergleich. Aber das will ja diese Fantasy-Welt nicht. So. Nee, absolut. Die will ja nicht realistisch sein im fotorealistischen, unserem Weltding, sondern das ist eben eine durch und durch Fantasy-Welt, die mit animierten und in Puppenspiel bewegten Figuren befüllt sind. Und zwar insgesamt. So, und ich widerspreche da deutlich, dass das funktioniert. Und es ist eben nicht für Kinder gemacht. Da sind zwischendurch, also schon gar nicht für kleine Kinder. Wenn du deine Kinder davor sitzt, spätestens bei dem ersten Festmahl, wo sich die Skeks mit an Augen und Gedärmen und so, dann hört das schnell auf. Jedenfalls wird das auch schnell zur Verwirrung. So. Und das ist auch zwischendurch sogar ernsthaft spannend. So. Ich will auf niemanden zeigen. So. Ich will ja nicht sagen, er hat keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, der Vergleich, der da hing. Aber er hat keine Ahnung, ja. Ja, aber er hat wahrscheinlich eben davon keine Ahnung. Ja? Nämlich, wie gesagt, genau, gar nicht böse gemeint oder so, sondern es ist halt exakt das, was es sein will. Und das ist es ganz, ganz hervorragend. Ja, ich habe gerade den Trailer im Hintergrund die ganze Zeit mal am Laufen. Also, was mich halt jetzt überrascht hat, gerade diese konträre Meinung, du sagtest, das wäre definitiv nichts für Jüngere. Und er sagte ja, es ist Kinderkram nach dem Motto. Also, Und wenn du sagst, es ist nicht langweilig, sondern eher spannend. Zwischendurch sind, sie nutzen die Zeit, die sie haben. So. Das heißt, über die 10 Folgen ist die erste Hälfte so ein bisschen der ganzen inneren Unruhe gewidmet. So, wer da mit wem und warum, und wir bewegen uns. Zwischendurch sind sogar auch ein paar ganz interessante Verfolgungsjagden. Es gibt sogar ein bisschen Action und so. Also es geht nicht die ganze Zeit rund. Das kommt dann mehr und mehr in der zweiten Hälfte. So, na, dann geht's, wenn dann sozusagen wir unser Feindbild ordentlich aufgebaut haben
und verstanden haben, was da so los ist, dann fällt das Ganze ja wieder zurück. So, dann passiert das mehr. So, ernsthaft, da wird eine Prinzessin wird von den Skeks, wir spoilern, scheiß drauf, wird vor diesen Kristall gesetzt, die Lebensessenz durch zwei fette Schläuche aus dem Rücken ausgesaugt und dann explodiert die so ins Nichts. Ernsthaft? Ja. Das ist keine Kleinkinderserie. So, es gibt einen Grund, warum Netflix da eine Empfehlung für 12 dran schreibt. So, sagen wir es mal so. Du, alles gut. Ja. Okay. Also dann werde ich es auf. Guck mal, das ist doch gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich hätte es nämlich sonst, glaube ich, zur Seite gelegt. Nein, guck dir das an. Bin ich doch neugierig. Guck's dir an und weil ich habe ja auch eine Serie geguckt, die ich habe liegen lassen, die du mir ans Herz gelegt hast. Obwohl ich auch da sagen muss, ich habe es noch nicht ganz hundertprozentig geschafft, war ja auch so viel los. Und ich gucke halt auch in letzter Zeit wieder echt viel Serien. So. Welche denn? Ich habe die erste Staffel von Dark fast durch. Ich habe dir versprochen, ich gucke. Fast. Ja, okay. Ich bin noch nicht ganz. Ich habe noch eine, also die vorletzte Folge habe ich, glaube ich, gerade angefangen. Und dann war wieder irgendein Theater hier und deswegen habe ich es noch nicht ganz fertig. Aber mir gefällt's. Ich habe der Sache, nach den ersten Sachen, die ich gesehen hatte, war ich ja so ein bisschen Igitt deutsche Serie. Und die Stimmung, die dann so entsteht zwischendurch, das ist schon uiuiui. Mein lieber Scholli. Ja, also, dann wart mal ab. Ja, genau. Da kommt noch einiges auf dich zu, glaube ich. Also, wie gesagt. Sowohl am Ende der ersten Staffel als auch die zweite Staffel, die haben es in sich. Also, da ist Bewegung drin. Mein lieber Mann. Und vielleicht man muss ja richtig aufpassen. Also, du hast ja schon. Und wie? Also, du darfst nicht den Zusammenhang verlieren zwischendurch, wo wir mit wem gerade wann sind, ist schon, ne, musst du dranbleiben, sonst wird's. Das wird noch besser, also es wird noch krasser, also wirklich, du hast den Vorteil, du kannst es in einem durchgucken, ja. Für diejenigen, die die erste Staffel gesehen hatten und dann die zweite dann jetzt nachher bei Erscheinen geguckt haben, die brauchten definitiv diesen Rückblick nochmal oder nochmal einen Rewatch der ersten Staffel. Oder es gibt auch so einen schönen Baum, wo man die ganzen Charaktere in den jeweiligen Zeiten etc. sieht. Und also wie gesagt, mir hat Staffel 2 auch wieder sehr gut gefallen. Und ich denke mal, dass vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal kurz da nochmal über das Finale und über die zweite Staffel. Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Cool, freut mich. Also nicht, wie du schon festgestellt hast, nicht irritieren lassen. Ja, es ist eine deutsche Serie, aber die ist gut, die macht Spaß. Und absolut. Mit dem Ulrich, der ja den Hitler übrigens bei Ich bin wieder da gespielt hat. Der ist großartig. Richtig, richtig cooler Cast, genau. Ja. Nur eine ganz kleine Ergänzung zu Dunkle Kristall-Serie. Wir haben es da als, in den verantwortlichen Riege mit echten, auch guten Leuten zu tun. Also nicht nur rund um diese Hansen-Familie, also die Töchter, die ja jetzt im Moment da das Ruder in der Hand haben, auch die alten Leute, die am Film schon beteiligt waren und so, die da ihre Hände mit drin haben, sondern mit Louis Leterrier haben wir jemanden, der das echt gepusht hat. Und den kennen wir, der ist da Produzent und zum größten Teil auch Regisseur. Der bestimmt die gesamte künstlerische Richtung. Und den kennen wir als Regisseur von Filmen wie Transporter The Mission, der unglaubliche Hulk, die Unfassbaren und so. Also auch jemand, der Sachen abgeliefert hat, die vom Erzählen schon ganz okay sind. Ne? Ja. Also keine Anfänger. Ne? Nee. Cool, dann habe ich auch wieder was für meine Watchlist. Sehr, sehr gut. Ich habe sonst noch auf der Watchlist, was ich jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch gucken will, ist Mindhunter geht weiter, das wollte ich weiter gucken.
Aber da kann ich halt, wie gesagt, auch noch nicht viel zu sagen. Ja, da war noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch zu, ähnlich wie du, die ich mal angefangen habe, die ich jetzt aber mal in nächster Zeit auch gerne zu Ende gucken will. Dann kommt ja auch noch S2 bald, also kommt einiges auf uns zu. Ja, es wird uns nicht langweilig werden. Und wir werden auch an dieser Stelle noch über vieles zu reden haben. Oh ja, apropos vieles zu reden. Stranger Things habe ich zu Ende geguckt. Und ich habe jetzt Bock auf einen neuen Unendliche Geschichte-Film. Also auch die letzte Folge war sehr großartig, schön. Großartig, oder? Ja, absolut. Also allein die Szene kann noch so kitschig und albern sein, aber sie war einfach toll. Also da, das Lied catcht mich sowieso immer. Und ja, aber war doch super. Perfekt. Passte doch da super rein, oder nicht? So ja, in dieses total, ganze Ding. Total. Und auch dieser sympathische Russe, ne? Dass der leider nicht mehr bei uns ist, aber ansonsten. Der war auch super. Tolle Stadt. Also ich muss echt sagen, die dritte hat mir bis jetzt sogar mit am besten gefallen. Es wird nicht also schlechter. Nee, gerade dieses Trio oder im Grunde diese vier, die unten in dem russischen Katakomben waren mit Steve und so. Mhm. Also vor allem die haben besonders viel Spaß gemacht, die ja dann auch nachher unter Drogen im Kino waren, zurück in die Zukunft und. Also diese ganzen Sachen waren einfach super. Genau. Ja. Dass er nicht das Mädel kriegt. Und du bist ja auch der Meinung, dass sie, also nein, oder ich hatte ja gesagt, guck mal bitte das Ende an. Ich glaube, das haben sie irgendwie kaputt geschnitten, oder? Achtung, Spoiler, wir können ja jetzt ruhig spoilern. Die Staffel ist ja, ich denke mal, für die, die sie sehen wollten, haben sie jetzt auch schon gesehen. Ja, wir sind jetzt schon wieder 6 Wochen weiter. Nicht die After-Credit-Szene, sondern die im Grunde die Sequenz, wo gepackt wird und wenn sie dann wegfahren. Dadurch, dass sie so ein bisschen Emotionen beladen, habe ich das Gefühl, dass sie tatsächlich sich irgendwann gemerkt haben, okay, wir kriegen es mit dem Material, das wir haben, kriegen wir es nicht so emotional hin. Wir haben halt nicht mehr, müssen deshalb nehmen eine andere Einstellung, nehmen dann aber in Kauf, dass wir tatsächlich Zeitsprünge haben. Also wirklich, sie erzählen, also du erlebst quasi Rücksprünge. Musste noch mal reingucken. Das ist ein bisschen dem Schnitt zum Opfer gefallen. Da haben sie sich wahrscheinlich über die eigenen Füße gestolpert und haben dann keine Nachdrehs mehr machen wollen oder können oder was weiß ich. Weil ist nicht dramatisch, fällt aber auf, weil der Rhythmus dabei ein bisschen kaputt geht. So. Aber ist nicht wirklich dramatisch, sagen wir es mal so. Ja, und die After-Credit-Scene ist ja, denke ich, sollte klar sein, wer da quasi zumindest, der Ami ist, oder? Also zumindest ich würde es wundern, wenn er nicht wäre, vor allem, weil sie ihn nicht zeigen. Ja, weil alles andere macht in dem Zusammenhang auch wenig Sinn, ne? Das muss Hopper sein. Dass er quasi auf die andere Seite gezogen worden ist und die Russen da ja wieder am Basteln und Experimentieren sind, auch so ein Vieh da wieder haben, dass die ihn dann wahrscheinlich durch ein anderes Tor, was bei denen scheinbar ist, so würde ich es interpretieren, ihn dort irgendwie rausgefischt haben und erstmal eingesperrt haben. So sehe ich das auch. Das war so meine Idee, ne? Genau. Also mal schauen, dann spielt die nächste Staffel in Novosibirsk oder so. Wir werden sehen. Mal schauen. Das wollte ich nur noch mal als kleiner Nachlese geben zu Stranger Things, weil ich es beim letzten Mal durchgeguckt hatte. Du, hast du noch was? Ich guck mal auf meinen Spickzettel. Ich glaube nicht. Nee, Trailer haben wir. Dark habe ich gesagt. Das freut mich, dass du da reingeguckt hast. Mit Nachdruck den dunklen Kristall gefeatured. Nö, also auf meiner Liste ist erstmal nichts. Hattest du, könnte ich dich noch mal fragen, hattest du die letzte Staffel von Black Mirror gesehen? Oder gar nicht so deins, diese Black Mirror-Folge? Nicht so, also man soll ja nicht sagen, ist nicht meins, wenn man es nicht gesehen hat. Aber es hat mich nicht angezogen, sagen wir es mal so.
im Zweifelsfall zu Unrecht, was ja durchaus sein kann, aber... Ja, also die letzte Staffel fand ich nicht ganz so toll, aber gerade auch dieser interaktive Bandersnatch war ja ganz cool, falls du den gesehen hast, diese Mitmachfolge auf Netflix, Bandersnatch. Ich habe gesehen, dass das gibt. Ansonsten die erste. Ja, macht Spaß, kann ich empfehlen. Und ansonsten halt die ersten Staffeln von Black Mirror waren eigentlich alle ziemlich gut, außer jetzt, wie gesagt, die letzte. Und, ach, warte mal. Eine, dann habe ich doch noch eine Pflichtaufgabe, eine Hausaufgabe für dich. Mal. Ich mag das, weil wenn du mir Hausaufgaben hast. Die musst du einfach sehen. Staffel 4, Folge 1. Die okay. Bitte gucken. Okay, also. Die Folge heißt USS Callister. So, für Jan. Oder Callister. Notiz an mich. Callister. Black Mirror. Megacast, du wirst die Schauspieler alle kennen. Staffel 4. Das ist nämlich einmal. Folge 1. Genau, das Spiel. Da spielt eine Hauptrolle der, wie hat man immer gesagt, der Matt Damon für Arme von Breaking Bad. Weißt du, wen ich meine? Der Junge, der, ja, ich weiß, wen du meinst. So ein Blonder, der auch danach bei... Der Motorradjunge aus Breaking Bad. Ja, nicht nur genau. Breaking Bad, genau. Dann hat er doch bei Fargo auch in einer Staffel eine Hauptrolle gehabt. Genau. Ja, ich weiß genau, wie du meinst. Games Night Film mit, ich weiß gar nicht mehr, mit, keine Ahnung. Ich weiß genau, wie du meinst. Und im Grunde ist das so ein bisschen auch eine Parodie auf Star Trek, aber total geil. Also musst du die USS Callister. Das Schöne ist halt bei Black Mirror, jede Folge steht für sich, deswegen kannst du gucken, was du willst. Und die erste Folge, vierte Staffel, musst du gucken. Da müssen wir nächstes Mal auch nochmal. Musst du mir mal deine Meinung sagen. Das müsste genau dein Ding sein. Okay. Nett gemacht, Chef. Gut. Ansonsten bin ich noch am, das ist immer so ein Guilty Pleasure, nebenbei kann man sich das gut angucken. Die letzte, die 10. Staffel von Modern Family, die läuft auf Sky, die gucke ich gerade. Generell Modern Family, eine richtig gute Comedy mit unserem guten El Bundy und jede Menge tollen Schauspielern, also ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben oder ob du es guckst oder schon mal gesehen hast. Ich hatte damals mit meiner Frau angefangen. So, ich bin dann aber für eine Sitcom rausgefallen, weil wir das mit den wann schauen wir was Zeiten nicht so übereinander gekriegt haben und dann war es mir nicht so wichtig. Ja, ja. Aber weil es ja jetzt auch ist ja jetzt auch kein anspruchsvolles Fernsehen. Nein. Kann man halt immer mal so eine Folge zwischendurch gucken. Und wie gesagt, die läuft ja auch schon ewig. Ach genau, Matrix kommt nächstes Jahr ins Kino. Oh ja, hab ich auch. ja, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ja. Lass doch. Lass uns mal überraschen, ne? So. Und dann lass uns doch folgendes. Und Geld braucht Keanu auch nicht wirklich, glaube ich. Nee, daran liegt's nicht, denke ich auch. Ich glaube, die haben einfach wieder Bock. Naja, weil es halt gerade läuft. Ne? So, also du kannst, die sitzen auf der Welle von Keanu. Ganz, Ja, wie gesagt, vielleicht dürfte ich mich eigentlich nicht wieder drauf freuen, aber ich habe irgendwie doch schon Lust drauf. Und ich würde sonst Folgendes vorschlagen. Wir machen heute hier an der Stelle einen Cut. Mhm. Und wenn du Lust hättest, wir hatten es im Vorgespräch ja schon, wir wollten uns ja diesen Monat mal nochmal so persönlich zum Bierchen trinken treffen. Mhm. Und wir könnten ja theoretisch sonst in 2-3 Wochen eine neue Folge aufnehmen. Mhm. Dann gibt es für die Hörer im September sogar mal 2 Folgen, weil dafür gab es im August keine. Was aber ja nicht an mir gelegen hat per se, ne? Nein. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur Gast. Ich wollte gerade auf, dann wollte ich noch auf Once Upon a Time warten, dann hat sich's doch ein bisschen geschoben. Es wäre vielleicht noch im August released, hätten wir unseren ersten Termin wahrgenommen. Dann hätten wir es noch im August noch unter. Nee, das ging ja aber. Genau, und deswegen sind wir jetzt knapp in den September gerutscht. Davon aus, heute 1. September, das ist in den nächsten 2 Tagen, werde ich das fertig haben. Ja, aber das ist doch eine gute Idee. Dann lass uns doch überlegen, dass wir dann in der Woche, über die wir gesprochen haben, genau, das irgendwie, das wäre mein Plan, irgendwie hinbekommen.
Genau, da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Dann haben wir da Luft und wir können ganz gemütlich nochmal im September eine Folge aufnehmen. So machen wir das. Finde ich gut. Super. In diesem Sinne, lassen wir uns mal überraschen, was in den nächsten Wochen alles noch so im Kino kommt. Mhm. So langsam müsste ja die Herbstsaison jetzt starten und die guten Filme sollten kommen. Und Fernsehen sowieso, da kommt sowieso immer der heiße Scheiß, so wie ihr es heute gehört habt. Sowohl von Henrik als von mir ein paar Tipps mitgenommen habt, sowohl von Amazon als von Netflix. Bald werden wir dann noch über Disney sprechen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Start in den Herbst. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall noch im September wieder. Alles klar. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Catherine und der Wetterbericht haben eins gemeinsam. In den letzten 30 Jahren waren sie feste Bestandteile des Fernsehprogramms. Als Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow wird sie von ihren Kollegen geschätzt und ihrem Publikum verehrt, nahezu geliebt. Doch hinter den Kulissen wird sie eher gefürchtet, denn da ist Catherine deutlich weniger kuschelig. Man könnte auch sagen, dass sie eine mehr als nur leicht überhebliche Egomanin ist. Da hilft es auch nichts, wenn ein Redaktionsmitarbeiter ihr Fotos vom gerade frisch geschlüpften Nachwuchs unter die Nase hält. Ist echt super süß, oder? Sie kommt sehr nach Ihnen. Ja, danke. Jedenfalls haben wir zu Hause gerade hohe Ausgaben und es ist Zeit für eine Gehaltserhöhung. Verstehe. Also dieser Gedanke ist wirklich spannend. Ehrlich? Toll. Denn was Sie gerade beschrieben haben, ist ein perfektes Beispiel des klassischen sexistischen Arguments für die Bevorzugung der Männer in der Arbeitswelt. Sie fordern eine Gehaltserhöhung nicht etwa, weil sie sich beruflich hervorgetan hätten, sondern wegen ihrer Familie. Und deshalb wurden in den 50ern Familienmänner gegenüber Frauen meist bevorzugt behandelt. Und zack, gekündigt. Als ihr kurz danach mal wieder vorgeworfen wird, eine Frauenhasserin zu sein, stellt sie spontan die unerfahrene Quereinsteigerin Molly ein. Sozusagen als erste Frau in ihrem Autorenteam, was bei den Kollegen gar nicht so gut ankommt. Das ist ein Gleichstellungsding. Er hat den Job nur gekriegt, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist. Ich bin keine alleinerziehende Mutter, okay? Ich sehe nur aus wie eine. Und wahrscheinlich kleide ich mich auch so. Nein, ich hab gar nicht von dir geredet. Ach nein, von wem dann? Meiner Putzfrau. Dein Bruder hat seinen Job an deine Putzfrau verloren? Ja. Egal, nur damit du es weißt, mir ist ein Gleichstellungsding lieber als Vetternwirtschaft. Ich musste mich wenigstens gegen Minderheiten und Frauen durchsetzen. Du musstest nur geboren werden. Doch als die Quoten wanken, beschließt Catherine Sander, sie durch einen zwar angesagten, aber unglaublich zotigen Comedian zu ersetzen. Und jetzt haben Molly und Catherine ein gemeinsames Ziel. Sie müssen in Rekordzeit die Late-Night-Show aufpeppen. Egal wie und womit. Ich glaube, Der Teufel trägt Headset wäre auch ein passender Titel für diesen Film gewesen. Ähnlichkeiten zu Der Teufel trägt Prada liegen ja nun wirklich auf der Hand. Geht es doch um eine erfolgreiche, aber kratzbürstige Chefin, die sich in ihrem Erfolg ahlt, aber auch eine panische Angst davor hat, dass im eigenen Team Thronräuber auf ihre Chance zur Palastrevolution lauern. In beiden Filmen muss die Hauptfigur erst durch ein paar tiefe Täler gehen, um ein richtiger Mensch zu werden. Und dann ist wieder alles gut. Natürlich steht und fällt so eine Geschichte mit der Frau, die diesen Part verkörpert. Man muss ihr einerseits die taffe Erfolgsfrau abnehmen, andererseits darf sie, egal was sie tut, nicht sämtliche Sympathien verspielen. Und da fallen mir spontan erstmal nur zwei Frauen ein, die das so perfekt drauf haben. Und weil Meryl Streep nun mal nicht alles spielen kann, ist hier die nicht minder begabte Emma Thompson zu sehen. Sie könnte auch ein halbes Dutzend Hundewelpen eigenhändig ertränken, ohne dass man es ihr mehr als nötig übel nehme. Aber keine Angst, so weit kommt es hier nicht. Late Night, die Show ihres Lebens. Immer wieder so ein wahnsinnig intelligenter deutscher Untertitel. Also Late Night wird all denen Spaß machen, die eine Mischung aus subtiler Mediensatire mit trockenem Humor, einer Dampfhammerbespaßung vorziehen. Auf derart lehrbuchartige Weise ist mir das noch nie untergekommen.